fährt der mir rein, die Sau. Hab ich aber nicht erlaubt. Hey. So, schaffen wir die 100 wieder. Jawoll. Da haben wir die 100 drauf. Komm, der kann noch mehr, oder? Ist das auch im First-Person-Modus zu schaffen mit dem Fahren? Ich nehme alles zurück. Nee, das geht eigentlich. Man kann halt nicht gescheit in den Seitenspiegel gucken, das ist ein bisschen das Problem. Man verliert ein bisschen den Überblick, was um einen drumherum passiert. Das ist ein bisschen ärgerlich, ein bisschen blöd. Ansonsten geht das einigermaßen gut. So, das Anwesen wurde von mir erreicht. Hacke das Tastenfeld, okay. Schauen wir mal. Ja, lauf ein bisschen dagegen, ist cool, ist gediegen. Und du sollst das Tastenfeld hacken, ja, also. Ah ja. Mhm. Lass dir Zeit. Klick! So. Oh, scheiße. Ich glaube, ich sollte mich beeilen. Mit 3 Sternen und so. Das ist ein Problem. Also, ich sehe, ob das gut ist, hier reinzufahren. Vielleicht tue ich es jetzt einfach mal. Fuck! Okay, ich muss den Ausgang nehmen, den ich geöffnet habe. Boah.
in mein Auto. So, jetzt muss ich sehen, dass ich hier wegkomme. Vor allem, dass ich die Polizei loswerde. Immer noch hinter mir. Aber die Polizeiwagen habe ich abgehängt. Wenn ich jetzt. Shit. Den Heli loswerde, jawohl. Dann habe ich eine Chance. Ja, fuck, die waren überall. Und diese Karre, die steuert sich so beschissen, das ist unglaublich. So, immerhin ist kein Heli in der Nähe. Eine Chance. Ich will so eine Scheiße fahren. So, jetzt mal hier runter. Ach, das gibt's doch nicht. Tauchen immer aus dem Nichts auf und dann ist es schon zu spät. Aber die Karre hier ist flink. Ah, da kommt uns doch schon wieder einer entgegen. Da ist auch noch einer. Was ist denn hier los? Ich fahre direkt in den Heli rein. So, jetzt verschwindet ihr Bullen. Haut ab. Ja, also. Oh, Gott sei Dank. So. Dann müssen wir jetzt diese Karre hier loswerden. 3,5 Kilometer sind wir weg. Aber gut. Hier kommen wir schnell unterwegs, genau. Hier sind wir voran. So, was haben wir noch? 2 Kilometer. Ist noch eine Ecke. So, wir sind schon wieder in der Stadt. Wow. So, 1 Kilometer noch.
niemals. Jetzt sind wir gleich da. Da ist der Kollege Simeon. Okay. Das war Karre Nummer 1. Jetzt müssen wir leider wieder zurück und Karre Nummer 2 holen. Du hast ein schönes Auto. Gib mir das mal. Ein Astro. Ach ja. Das war mein allererstes GTA-Auto hier. Und nicht bei diesem Spielstand, sondern bei dem anderen. Auf der Blazy. Das steht auch immer noch in meiner Garage. In einem schönen, eleganten Mitternachtsblau. Wird's gehegt und gepflegt. Na, jetzt nicht mehr, denn jetzt bin ich ja hier. Wow. Fahren, nicht fahren, man weiß es nicht. Okay, das geht. Das könnte gehen. Mit genug Schwung kann das gehen. Yep. Perfekt. Nur, dass ich nicht hier runter wollte. Sondern da oben lang. So. Okay, die Richtung ist gut. Springt die mir fürs Auto. Was ist nur los mit den Leuten hier in dieser Stadt? Was sind die also wahnsinnig? So. Vorne steht unser Auto. Da ist es. Sieht aus, als könnte es mein Fuhrpark sein. So, die zweite Tour ist jetzt einfacher. Natürlich durchaus möglich, wenn ich diese Karre hier auch klaue, dass wir wieder die Bullen am Hals habe. Im Moment ruckelt er mir aber ein bisschen zu viel hier rum. Hopsa, also wieder Pikhilfe. Jetzt. Aber mit nur 2 Sternen, das ist verkraftbar. Ich denke, die werden wir relativ schnell los. Fahren wir hier ein bisschen durch die Gassen. Da unten ist die Polizei, dann fahren wir mal hier lang. Da ist auch wieder eine. Fahren wir hier runter. Dann fahren wir schnell hier. Jetzt haben sie uns doch gefunden. Verdammt! Läuft die Zeit wieder von vorne los.
So. Ja, wir sind hier in einer etwas zu offenen Gegend. Sowas ist besser, um die Polizei loszuwerden. So, Gassen sind da immer gut. Weiß nicht, ob das jetzt eine gute Stelle ist, sich zu verstecken, aber da im Moment keine Cops in der Nähe sind, dürfte das ganz gut hinhauen, jawohl. Die ist schön geflogen. So. Und ab zu Simeon. Diesmal haben wir eine bessere Fluchtstrecke gewählt. Damit ist der Weg schon nicht mehr so weit. Nur noch gerade hier um die Baustelle drumherum. Und der Straßenbahn durch. Und dann sind wir auch schon da. So, zweite Karre abgeliefert. Thank you, my boy, thank you. I am honored to call you my son by another mother, if you know what I mean. Ja, ja, das sagtest du mir bereits schon. You have done me proud. Der Schönste bin ich ja nun nicht. Ne? $15,000 Ocken. Und Rang erhöht. 15.000, leck mich am Arsch. Was hatten wir eben? 65? Geil. Ich habe das seltsame Gefühl, dass wir uns noch innerhalb dieser Aufnahme unser erstes Apartment kaufen. Wir sind auf jeden Fall weit genug, dass wir jetzt gleich nochmal gucken können, was wir uns da gönnen wollen. Gleich mal irgendwo in Ruhe ins Internet gehen und Preise vergleichen auf immobilien24.de oder so. Hier kommt der FIB, yeah. Hier kommt der FIB. Hier kommt the female in black. Hier, der FIB. So, shit, ich bin hier in der Nähe von Leuten. Gespawnt. Dann werde ich jetzt erstmal hier abhauen. Irgendwo hinfahren, wo ich meine Ruhe habe. Ein bisschen alleine bin. So, sie erledigen sich schon wieder gegenseitig. Es ist wieder jede Menge neues Zeug verfügbar, oder sind sie auch? So, was ist denn hier auf diesem Server los? 8 Uhr. Ach du lieber!